Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, zu dem Marktkommentar für die aktuelle Woche. Es ist der 25. Februar und ja, nicht nur die Börse erreichten sehr, sehr schlechte Nachrichten in der laufenden Woche. Russland hat mit einem Angriffskrieg die Ukraine überfallen und das hat natürlich gravierende Auswirkungen. Das wollen wir in diesem Video besprechen. Was bedeutet das kurzfristig und langfristig für die Börse? Es ist erstaunlicherweise erstmal an der Börse für viele erstaunlicherweise nach oben gegangen. Ich werde das in diesem Video genauso erklären, wie ich auch entsprechend die aktuelle Lage einschätze und was denn überhaupt das für die Börse bedeutet. Gerne freue ich mich auf eure Kommentare und noch mehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und ja, wir starten mal direkt mit den Fakten. Also, in der Nacht zum Donnerstag hat es dann tatsächlich eine überraschend auch für mich, Invasion der russischen Truppen in die Ukraine gegeben. Man hatte vorher tatsächlich immer mit lokalen Gefechten gerechnet, das war auch meine Meinung. Jetzt hat sich die Lage anders dargestellt und ich glaube, dadurch stellt es sich dann auch ein bisschen so dar, dass man sich überlegen muss, welche Ziele verfolgt Putin jetzt, wo er diesen Schlag gemacht hat. Und ich glaube, diese Ziele sind gar nicht so klein anzusetzen, sondern sie sind tatsächlich, er strebt wahrscheinlich eine neue Weltordnung an. Aber für uns ist es auch vollkommen egal, welche Ziele er hat. Wir haben auf jeden Fall eine neue Erkenntnis und das ist eine wesentliche Erkenntnis, nämlich, dass alte, gewiss geglaubte Sicherheiten über Nacht verloren gegangen sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Message, die wir schon mal mitnehmen können. Die Welt, die wir so in den letzten 30 Jahren an der Börse kannten, die geprägt war von einem relativ friedlichen Globus. Natürlich gab es immer wieder Konflikte, die aber auch häufig sehr weit von Europa entfernt waren oder auch von den USA und von den überhaupt den Wirtschaftsmächten. Ja, diese Weltordnung, die gerät ins Wackeln und eben auch die Sicherheiten, die wir haben. Und wir wissen immer, Sicherheiten, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn je höher die Sicherheit ist, desto höher und einfacher fällt es natürlich auch, Dinge zu bewerten am Aktienmarkt und das wird natürlich schwieriger. Und was jetzt eine ganz, ganz wesentliche Sache ist, die Börse hat natürlich in der ersten Schrecksekunde mit einem großen Abverkauf reagiert, ist dann aber, und das war für einige sicherlich erstaunlich, für uns als Trader nicht ganz so. In meinem Live-Trading-Raum sind wir gestern zum Beispiel auch long gegangen dann. Ist der Markt nach oben gegangen, weil die Börse eben weder moralisch denkt noch moralisch handelt und vor allem, weil sie immer Fakten, die dann schon da sind, in die Vergangenheit einpreist und dann in die Zukunft schaut. Und das Denken vieler Börsianer ist, okay, das war's jetzt, das war jetzt überraschend, das war jetzt schlimm, aber jetzt ist er in der Ukraine drin, wahrscheinlich wird er sie einnehmen, wahrscheinlich wird er sie besetzen, wahrscheinlich wird er eine neue Regierung dort machen, aber das haben wir jetzt mal alles eingepreist, also können wir uns jetzt auf unser Geschäft konzentrieren wieder und die schlechten Nachrichten sind jetzt sozusagen erstmal getoppt und jetzt kann es nur noch besser weitergehen. Ob das stimmt, will ich gar nicht behaupten, sondern das ist so ein bisschen das Denken, was da war. Das zweite Denken, was direkt hinterher kam, war, hey, wenn doch jetzt so viel Unsicherheit ist, dann wird uns die Fed nicht noch zusätzlich Scherereien machen, indem sie die Zinsen schnell erhöht. Da kann sie dann vielleicht auch etwas langsamer vorgehen. Und in dieser Kombination hatten wir erstmal eine Erholungsbewegung an der Börse. Wie nachhaltig die allerdings ist, das möchte ich jetzt im Folgenden mit euch besprechen. Und da komme ich zu der wesentlichen Message dieses Videos. Nämlich die Probleme, die wir vor der Krise hatten, die sind nicht weniger geworden, die sind mehr geworden und selbst wenn sich diese Krise in Luft auflöst, bleiben diese Probleme. Das heißt, wir beginnen mit dem wichtigsten Thema, Inflation. Die Inflation, die wir haben, kommt aus verschiedenen Bereichen, Unterbrechung von globalen Lieferketten, aber eben auch Energiesektor und dass Energie teuer ist und dass Energie in diesem Konflikt noch teurer wird, das haben wir gesehen. Und hier tut sich tatsächlich eine weitere Bedrohung auf, nämlich dass die Inflation noch stärker wird, dass die Inflation noch größer wird. Aber selbst wenn es zu einer friedlichen Lösung kommt und die gerade jetzt sehr stark anziehenden Energiepreise etwas sinken, hatten wir ja trotzdem vorher nicht im Vorfeld der Ukraine-Krise hohe Energiepreise, sondern generell haben wir gesehen, Energiepreise sind stark gestiegen nach Corona und sind
und stellen ein inflationäres Problem dar. Die Notenbank kann natürlich nicht direkt auf den Energiepreis einwirken, aber sie kann natürlich dafür sorgen, dass sich diese Inflationserwartungen, die viele Marktteilnehmer haben, nicht in den Köpfen festsetzt, indem sie reagiert und die Zinsen erhöht. Und dieses Thema, auch wenn es jetzt nicht an vorderster Stelle ist, rückt sofort wieder nach oben, sollte es zur Deeskalation kommen. Sollte es zur Eskalation kommen, dann rückt es aber auch in den Vordergrund, weil Inflation eben auch bleibt. Und damit haben wir eine Zwickmühle, aus der wir auch nicht rauskommen, egal wie es jetzt hier in dieser Ukraine-Krise weitergeht. Das Thema bleibt also Top-Thema Nummer 1. Das zweite ist ein Thema, was auch nicht verschwunden wird. Denn jetzt ist sozusagen ja die Büchse der Pandora geöffnet und wir wissen jetzt, die Welt ist nicht mehr so sicher, wie wir sie uns wünschen. Und die geopolitischen Risiken, die sind nicht kleiner, sondern die werden jetzt gerade größer. Und das wird auf allgemeiner Front so sein. Also man hat ja schon gesehen, China hat sofort den Schritt von Russland anerkannt. Damit sehen wir auch, China hat ja eigene Interessen in umliegenden Ländern wie Taiwan und so, wo man auch dann wahrscheinlich nicht mehr so sicher sein kann, dass China sich nicht ja auch versucht, sein Herrschaftsgebiet zu erweitern. Wir haben definitiv sehr viele geopolitische Risiken, die weiterhin bestehen bleiben. Und wir haben jetzt noch mehr Unsicherheit, weil egal, selbst wenn es zu einem Rückzug oder zu einer Stabilisierung der Lage in der Ukraine kommt, wissen wir nicht, was ist der nächste Schritt. Wir müssen tatsächlich in Erwägung ziehen, dass Putin ähnlich wie Hitler vor gut 100 Jahren, also 90 Jahre, einen Plan verfolgt, der langfristig ist und der guckt, wie weit kann ich gehen. Wir hatten ja damals bei Hitler gesehen, dass sich im Prinzip alle umliegenden Länder auf eine Appeasement-Politik eingestellt haben. Das heißt, als Hitler die Tschechoslowakei zerschlagen hat, dort dann Gebiete besetzt hat, ist man ja immer auf Appeasement gegangen. Und das ist ein 1:1 Blaupause zu dem, was jetzt läuft. Und Putin ist sehr geschichtsbesessen und ist ein Stratege. Und er testet gerade aus, wie weit er gehen kann. Und da kommen wir dann nämlich zum nächsten Punkt. Und das wird sein, egal wie sich diese Krise entwickelt, die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern sich und das führt insgesamt zu einem wirtschaftlichen Abschwung, besonders in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass entsprechend der Westen mit Sanktionen gekontert hat, aber vielen reichen diese Sanktionen nicht. Und ob man hier mehr machen sollte, da kommt dann sofort das Argument, ja, okay, pass auf, wir können natürlich noch mehr machen, wir können die aus dem SWIFT-System ausschließen, aber damit schaden wir uns ja auch eben entsprechend selber. Nur, Fakt ist, man muss ja nun mal anerkennen, in einer Kriegssituation hast du immer Kosten. Ja, früher hast du vielleicht Kosten gehabt in Form von Militär, was du aufgerüstet hast, in Form von Rüstung. Aber heute wird ein Krieg ja noch auf anderen Ebenen geführt. Ja, heute existiert ein Land nicht nur durch sein Militär, sondern ein Krieg wird eigentlich auf drei weiteren Ebenen geführt. Und das ist ein Informationskrieg, ein Cyberkrieg und auch ein Wirtschaftskrieg, neben dem militärischen Konflikt, der sowieso noch herrscht. Und den Informationskrieg, glaube ich, da haben wir es einfach schwer im Westen. Wir sind gerade dabei, den zu verlieren. Wenn ich gestern die Kommentare in den Social Media gelesen habe, ist mir schlecht geworden. Wir haben, zumindest ich als Europäer, habe Werte. Und für mich ist es, dass ein souveränes Land selber entscheiden kann, was es tut und nicht, Gesetz. Und dass man ein souveränes Land nicht überfällt, ist für mich selbstverständlich. Beides ist passiert und in den Social Medien wird es dann gerechtfertigt, dass es Leute gibt, die sagen, die NATO bedroht Putin oder die NATO hätte auf Putin eingehen müssen. Ganz ehrlich, Leute, es geht hier nicht darum, irgendetwas zu rechtfertigen oder sonst was, weil das ist nicht rechtfertigbar. Wenn ein souveränes Land überfallen wird, ist das mit unseren Werten nicht vereinbar. Zumindest mit meinen. Und wenn ich aber sehe in den Kommentaren und dann
sehe, wie Menschen reagieren, dann sehe ich auch, die Gesellschaft spaltet sich weiter. Und dieser Informationskrieg ist natürlich in einem demokratischen Land, wo keine Zensur stattfindet, wo man Falschinformationen, Fake News streuen kann und wo entsprechend an den Fake News immer was hängen bleibt. Das wissen wir spätestens seit dem Brexit, wo man ja auch eine Masse gezielt beeinflusst hat. Ja? Ich nenne nur Stichwort Cambridge Analytics. Ja? Dann weiß man im Prinzip, dieser Informationskrieg ist für eine Demokratie unglaublich schwierig zu gewinnen, weil wir müssen unsere Werte dort tatsächlich mit unserem Gewissen verteidigen und viele Menschen, denen fehlt es einfach an der Fähigkeit zu differenzieren und da gibt es dann eben Probleme bei der Informationsverarbeitung. Also das ist eine Ebene, die ist schwierig. Der Cyberkrieg, der wird im Hintergrund stattfinden, den werden wir vielleicht nur mal mitbekommen, wenn das eine oder andere Stromnetz ausfällt, Gasversorgung, nicht unbedingt, aber Telekommunikation, etc., da wird sicherlich was passieren, aber ein ganz wesentlicher Faktor ist der Wirtschaftskrieg. Und in diesem Wirtschaftskrieg sind wir mega gut gerüstet, aber wir sind nicht bereit zu bezahlen. Und das haben wir jetzt gesehen. Deutschland ist einer der Länder, die nicht die SWIFT-Sanktionierung möchte, SWIFT-Sanktionierung, nämlich dass man Russland aus dem SWIFT-System ausschließt. Damit würde man Russland wirklich massiv isolieren, zusätzlich zu den anderen Sanktionen. Und damit würde man auch empfindlich dem Land wehtun, aber man tut sich eben selber auch weh. Und diesen Preis, und da komme ich zurück zu der Appeasement-Politik, diesen Preis muss man, glaube ich, bezahlen. Und wenn man den nicht gewillt ist zu bezahlen, dann muss man in Kauf nehmen, dass das Gegenüber weitermacht. Und zwar so lange, bis es merkt, ich kriege doch irgendwo Probleme. Und das haben wir bei Hitler gesehen. Und der ist dann irgendwann an seinem Größenwahn gescheitert. Aber wir müssen damit rechnen, dass es auf der gegenüberliegenden Seite auch passiert. Und deswegen ist es wichtig, hier eben zu reagieren. Wir haben jetzt mit den wirtschaftlichen Sanktionen erst so eine Mediumstufe erreicht. Das kann man als immer noch als Verhandlungsoption sehen. Man kann sagen, ja gut, wir spielen noch nicht alle Karten aus, weil wir nochmal eskalieren können in diesem Punkt. Aber man muss eben definitiv eins sagen. Das sind keine guten Nachrichten für die Weltwirtschaft. Ja? Deutschland ist immer noch ein Land, was in Europa sehr wirtschaftlich sehr stark ist. Wir haben immer noch Russland als fünftgrößten Handelspartner, wir die Deutschen, aber auch die EU selber. Und was passiert mit den Sanktionen ist, dass wir definitiv keine wirtschaftliche Belebung sehen, sondern uns selber damit eben auch entsprechend einschränken. Ja, und das heißt, wenn wir uns das jetzt mal alles überlegen, dass auch der Aktienmarkt, der ja in den letzten Jahren immer sehr optimistisch bewertet wird, weil, nochmal die Kernmessage, die Probleme, die wir vorher hatten, sind nur größer geworden und sie werden auch nicht verschwinden, wenn es eine Beruhigung bei der Krise gibt, dass der Aktienmarkt zu neuen Bewertungsleveln finden wird. Und ich mache das am einfachen Beispiel klar. Sollten wir die gleichen Gewinne oder bessere Gewinne als in 2022 mit den Aktienunternehmen in 22 als in 21 einfahren, ja, dann kann der Aktienmarkt ja oder steigt dann ja nur, wenn wir auch das gleiche KGV bezahlen, also zum Beispiel das 25-fache der Jahresgewinne. Und da ist das Problem. Wir waren mit den KGV-Leveln in dieser sicheren Umgebung, in der Friede, Freude, Eierkuchenwelt sehr optimistisch und haben das 20- bis 25-fache an KGVs bezahlt. Das ist aber weit über dem historischen Durchschnitt, der irgendwo bei 17, 18 liegt. Und wenn wir auch nur Richtung dieser Sache gehen, dann reicht das aus, dass selbst bei besseren Unternehmensergebnissen die Börse eben tiefer bewertet ist. Und da komme ich jetzt eben zu dem Punkt, und das gucken wir uns jetzt hier einmal im Chart einfach mal an. Ja, da werfen wir jetzt einen Blick auf den Chart. Und da haben wir tatsächlich eine Situation, ich mache mal den DAX als erstes hier in einem Daily Chart. So, und da sehen wir haben jetzt technisch gesehen den Markt doch abwärts. Es gibt für mich eine Regel, die heißt, trade immer das, was du siehst, nicht das, was du glaubst. Und was ich sehe, sind fallende Hochs und Tiefs. Und solange ich das sehe, ist dieser Abwärtstrend jetzt etabliert. Und dass wir da zwischenzeitlich Bärmarkt-Rallys sehen können. Und Bärmarkt-Rallys können unglaublich
kräftig und unglaublich stark sein. Also bei einer Bärmarkt-Rallye siehst du häufig den Markt stärker laufen als in einer Bullmarkt-Rallye, weil es eben krasse Gegenbewegungen sind. Es ist immer diese Abwechslung zwischen Schockmoment und Hoffnung. Schockmoment und Hoffnung. Jetzt hatten wir Schockmoment, jetzt kommt wieder eine Hoffnung, alles wird besser. Aber letztendlich ist im Moment dieser Trend der wahrscheinlichere. Ja, ich muss immer von Wahrscheinlichkeiten reden, weil wir kein Mensch kann in eine Prognose machen. Ich halte Prognosen für absolut unseriös, weil die Welt dreht sich und jeden Tag können neue Informationen kommen. Aber wir können von Wahrscheinlichkeiten reden, das sagt mir meine langjährige Trading-Erfahrung. Und mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs sind die Wahrscheinlichkeiten jetzt eben eher mal ein negatives Szenario gewechselt. So, okay. Und ja, liebe Leute, gucken wir es uns einfach für den US-Markt an, für den S&P. Werfen wir einen Blick drauf. Hier der S&P, gestern eine große Erholung. Ne? Ich habe hier die Nachtsitzung ausgeblendet. Das heißt, wir sehen vom Anfang an der Sitzung eine riesengroße Erholung. Aber das Bild ist das gleiche wie im DAX. Wir haben mittlerweile fallende Hochs und fallende Tiefs. Und dass der Markt hier an diese Widerstände zurückkehrt, ist für mich eher eine Short-Chance, als jetzt zu sagen, okay, das war's und feuerfrei nach oben. Nochmal kurz zur Information. Bärmarkt-Rallyes sind scharf und groß. Das haben wir hier übrigens auch schon gesehen. Ja, es ist immer diese Abwechslung zwischen Hoffnung und dann wieder Enttäuschung. Wir haben auf der fundamentalen Seite, egal wie diese Krise ausgeht, die Probleme bleiben bestehen. Und die Bewertungsniveaus am Aktienmarkt werden einfach meines Erachtens in 2022 weniger hoch sein. Und deswegen können wir uns erstmal von den alten Tops hier wahrscheinlich für etwas längere Zeit verabschieden. Ich bin bereit, meine Meinung zu ändern, wenn wir den Markt mit Kaufsignalen sehen. Die haben wir aber derzeit nicht, nämlich steigende Hochs und steigende Tiefs, ja, oder andere Kaufsignale, die ich in meinem Repertoire habe. Ich werde euch dann im Marktkommentar informieren. Aber im Moment ist das nicht der Fall. Und deswegen sind Rallyes eher nochmal eine günstige Gelegenheit, ein bisschen was abzuladen aus seinen Depots beziehungsweise im Trading. Natürlich, wir waren gestern in den Live-Trading-Räumen long. Wir sind aber jetzt heute wieder auf der Suche nach guten Short-Opportunities, um da eben entsprechend short zu gehen. Also, technische Seite hat sich der Markt mit den Lows hier verschlechtert. Wir sind jetzt hier in einer Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung dürfte, solange nicht das Gegenteil passiert, also wieder eine steigende Hochs und steigende Tiefs kommen, sich noch weiter fortsetzen. Wir haben die Probleme keins bis jetzt gelöst. Wir sind diese Woche in einer neuen Welt aufgewacht und die Volatilität wird uns damit wohl erhalten bleiben. Ja, kurz noch ein Wort zu den Zinsen, zum Zinsmarkt. Wir haben natürlich so eine Flucht in die Bonds gesehen. Das heißt, wir haben gesehen, letztendlich, dass, wir haben gesehen, dass, ich gehe mal auf den Bondmarkt drauf, sorry, muss man gerade aufrufen, FGWL. So, wir haben, wenn wir auf dem Daily Chart das sehen, auch hier bei den Bonds, eine Erholung gesehen und eine Flucht in die Bonds hinein. Das ist häufig ein sogenannter, hier diese Aufwärtsbewegung, oh, den habe ich jetzt aber dick gemacht, ne? Ein sogenannter Safe Haven. Das heißt, Safe Haven letztendlich, das so eine Sicherheit suggeriert. Aber das unterbricht auch nicht diesen großen Abwärtstrend, der hier eben entsprechend da ist, sondern ist auch nur ein Rücklauf an diese Tiefs hier. Ja, und von daher auch hier bei den Bonds, die Inflationsthema, Zinserhöhungsthema, das wird bleiben. Und der Safe Haven ist ein trügerischer Sicherheitshafen. Von daher sind wir auch bei den Bondpreisen eher auf der Short-Seite wieder zu finden, zumindest so ab der 168 im Bund Future. Und sehen das Ganze, also den ganzen Markt so, hohe Volatilität. Ja, Bärmarkt-Rallyes jederzeit möglich, auch sehr signifikant große Bärmarkt-Rallyes, aber der große Trend hat tatsächlich in dieser Woche Verkaufssignale geliefert, die nicht nur technisch begründet sind, sondern auch fundamental. Ja, liebe Leute, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen
Und ja, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Nächste Woche dann auch wieder Update in meiner Real Money Challenge und in der Performance. Da hatten wir jetzt heute keine Zeit für. Bis dann, bye bye, euer Birger.